Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aesthetic Possibilities. Es ist Donnerstagabend, long time no see, und das hatte einen guten Grund, denn wir haben jetzt in den letzten Wochen und auch schon Monaten wieder die neuesten neuen super geilen Fälle gesammelt und die kommen jetzt zuverlässig wieder in einem festen Rhythmus, sodass ihr bei YouTube auch wieder absolut top versorgt seid. Heute habe ich einen richtig geilen Fall für euch, und zwar ein Fall, der in beiden Kiefern stattgefunden hat, also eine Oberkiefer-Komplettversorgung, eine Unterkiefer-Komplettversorgung. Und wer dem Kanal sowieso schon treu ist, dem ist vielleicht der Patient auch schon bekannt, denn in unserem anderen Format Patienten plaudern hat dieser Patient unserem Alex, hallo Alex, schon Rede und Antwort gestanden. Warum wir, warum er und warum es so gekommen ist, wie es kommen sollte. So, also ihr kennt ihn vielleicht dann schon und wir gehen jetzt einfach mal direkt rein in den Fall. So hat er sich bei uns vorgestellt. Er kam aus einer anderen Praxis, auch hier bei uns in Herne, und dort ist man irgendwie relativ schnell mit dem Latein am Ende gewesen, sodass er sich dann bei uns vorgestellt hat. Und ja, also ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass da ein akuter Handlungsbedarf bestanden hat. Die Zähne waren zum Teil sehr, sehr stark abgeknirscht, weil der Patient sehr starke Schmerzen hat. Also er hatte wirklich, ist glaube ich mit Opiaten auch behandelt, er hat sehr, sehr starke Schmerzen, und diese Schmerzattacken stellen sich bei ihm sehr spontan ein, sodass er quasi dann nicht anders kann, als mit seinen Zähnen quasi das Ganze irgendwie zu kompensieren, und dann eben über die Zeit hat man dann so einen Effekt, dass die Zähne sehr stark abgeknirscht sind. Er hat bereits auch schon Restaurationen im Seitenzahnbereich gehabt, die wir zum Teil behalten konnten, aber eben in der Großzahl neu machen mussten, weil eben hier nach einem Gesamtkonzept geschrien wurde. So, und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht. Hier jetzt nochmal in der totalen Ansicht wirklich. Also ihr seht, normalerweise hat man ja eben eine Bisshöhe, die quasi daraus resultiert, dass der Oberkiefer und der Unterkiefer ja zusammentreffen und aufgrund der Zahnlängen es eben zu einem physiologischen Abstand der Kiefer zueinander kommt. Und hier seht ihr jetzt schon, dass dieser Abstand der Kiefer, nämlich Unterkiefer, Oberkiefer, hier in keiner Form mehr physiologisch sind, sondern absolut krankhaft, und hier dringend etwas getan werden musste, weil es eben sonst auch langfristig Probleme mit den Kiefergelenken geben kann. Das hatte der Patient jetzt so zum Glück in der Form noch nicht. Wir sind trotzdem einen relativ langen Weg gegangen mit der Behandlung, weil wir ihn wirklich erstmal, also wir mussten den Biss wirklich erstmal anheben. Das haben wir mit Aufbissschienen getan, um überhaupt erstmal auszutesten, kommen die Kiefergelenke des Patienten mit dieser angestrebten neuen Bisshöhe klar. Das macht man dann eben mit Schienen, die man ausprobiert und dann immer die Bisshöhe sukzessive anhebt, um einfach zu gucken, tolerieren die Kiefergelenke das, was man vorhat. Und als wir dann 5 mm angehoben hatten, und das ist schon eine ziemliche Hausnummer, konnten wir dann quasi in die Zahnersatzphase gehen. Und ja, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie kann man jetzt da oben diese Zähne überhaupt noch beschleifen? Da ist ja schon eigentlich alles weg. Und da haben wir uns dann also erstmal die Mühe gemacht, dass wir quasi diese Zähne, die tatsächlich auch noch vital waren, weil das ist bei diesen starken Knirschern tatsächlich auch immer ein Phänomen, dass die Zähne zwar sehr stark abgenutzt sind aufgrund dieser ständigen Überanspruchung, aber sich so viel Dentin im Zahn selber wieder bildet, dass der Nerv sich immer weiter zurückzieht und die Zähne tatsächlich noch vital waren. Wir sind dann aber trotzdem auf Nummer sicher gegangen und haben die Zähne erstmal Wurzelkanal behandelt, haben Stifte gesetzt und haben dann in einem zweiten Step, und das ist jetzt schon dieser zweite Step, Aufbauten realisiert. Und das haben wir gemacht, indem wir uns vom Labor so eine Schiene haben anfertigen lassen, und die Löcher, die ihr jetzt seht, die dienen im Grunde nur dazu, dass wir von außen flüssigen Kunststoff dann in diese Form quasi reinspritzen konnten, um dann in einem zweiten Step überhaupt erstmal Stümpfe zu haben, also irgendwas, was man überhaupt beschleifen konnte, damit es dann eben Kronen aufnehmen konnte. Das war der erste Teil, und diese Schienen kann man dann aber auch noch, und das haben wir für Oberkiefer und Unterkiefer gemacht, mit in die provisorische Phase reinnehmen. Das heißt also, wir konnten diese Schienen komplett mit Provisoriumskunststoff ausspritzen, haben sie dann nach der Präparation auf die Zähne aufgesteckt, sodass der Patient jetzt schon einmal eine grobe Vorstellung davon bekommen hat, wo es hingeht, wie seine Ästhetik sich auch verbessern wird, und er generell auch schon mal austesten kann, wie funktioniert das Sprechen, wie funktioniert das Essen. Also dass er im Grunde schon mal eine Blaupause seiner späteren Versorgung hat. Das war die Schiene, so das Provisorium. Und dann war das die fertige Restauration. Und hier sieht man jetzt, dass wir den Biss sehr stark angehoben haben, dass wir den Oberkiefer
und Unterkiefer von links bis rechts also mit wunderschönen Kronen versorgt haben und dass wir jetzt wirklich einen physiologischen Abstand der Kiefer zueinander haben. Also wir haben jetzt nicht mehr dieses abgeknirschte Gebiss, sondern wir haben jetzt wirklich etwas, wo man jetzt auch wieder, und das sagte er auch, wieder Lust auf Leben hat. Er kann jetzt wieder lachen, er kann jetzt wieder essen. Natürlich haben wir ihm im Nachgang eine Aufbiss- oder mehr oder weniger eine Schutzschiene angefertigt. Die trägt er auch nachts, weil auch nachts hat er eben diese Schmerzattacken und eben, wie anfangs angedeutet, hat er die so nicht im Griff, sodass wir da jetzt eben auf Nummer sicher gehen mussten und er dann nachts diese Schiene trägt und wenn dann was passiert oder er vermehrt Kraft dann aufwendet, das dann eben zu keinem Problem für die Restauration führt. Jetzt hier nochmal in der totalen, in der direkten Gegenüberstellung. Also ihr seht, farblich oder generell die Form der Zähne, das, wo wir sonst eigentlich immer gucken, dass wir irgendwie ein paar Prozent rausholen für die Patienten, das war hier überhaupt nicht das Hauptthema, sondern hier ging es wirklich um eine komplette Rehabilitation, die dadurch, dass wir es machen mussten oder machen sollten und ein anderer Zahnarzt ja auch schon gesagt hat, er weiß nicht mehr oder kann nicht mehr, auch dann eben nicht so viele irgendwo realisieren können. Und wir haben das geschafft und Patient ist glücklich, wir sind glücklich. Alex ist glücklich, dass er einen Patienten zum Interviewen hatte. Und also auf jeden Fall ein richtig, richtig krasser Fall mit einer richtig krassen Geschichte vorne dran und aber auch wirklich, wir mussten also wirklich alles einmal machen, Wurzelkanalbehandlungen, Implantate hat er auch bekommen vom Stefan, also auch da wurde die hier verfügbare Zahnmedizin voll ausgeschöpft. Auf jeden Fall der Patient mega glücklich und wir am Ende des Tages eben auch. Und wenn ihr jetzt auch denkt, hätte ich das nicht erwartet, ich hätte jetzt die Zähne alle gezogen und wir hätten irgendwie Prothesen vielleicht vermutet. Also es muss nicht immer dann wirklich dieser Totalschlag sein, sondern manchmal kann man wirklich dann auch aus den Gegebenheiten, die man hat, noch viel rausholen. Das ist uns an der Stelle gelungen. Und schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, was sagt ihr zu diesem Fall? Ist mal was Besonderes, ist auf jeden Fall mal etwas sehr Umfangreiches. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns wissen lasst, ob euch das Ganze gefällt. Und schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ansonsten wie immer unser Aufruf, folgt dem Kanal, lasst ein Like da, Daumen hoch und dann sehen wir uns ganz bald wieder bei Aesthetic Possibilities. Bis dann, ciao.